Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, mein Lieben, ich bin hier unterwegs. Ich suche mir einen Platz, wo ich meine Angel auswerfen kann. Hier sind die Leute am Picknicken, sag ich mal, die Fluss entlang. Und ja, wie gesagt, ich suche mir jetzt einen Platz, wo ich angeln kann. Da ist jetzt gerade jemand am Angeln, hat seine Rotsachen nach unten im Wasser. Wie ihr seht, schön gepflegt hier, auch überall Sitzmöglichkeiten. Und ja, wie gesagt, ich suche mir jetzt einen Platz und werde jetzt zum ersten Mal hier versuchen zu angeln. Ob ich was fange, ist eine andere Geschichte. Aber mal auswerfen für ein, zwei Stunden. Da scheint ein guter Platz zu sein. Schauen wir nach. Am Steg da. Hier vorne so kurzer Steg. Na, da sind ein Pärchen da. Die möchte ich jetzt ja nicht stören. Oder ich muss hier ein bisschen runtergehen ans Ufer. Hier, ich weiß nicht, ist sonnig, soll ein bisschen am Schatten sein. Wie sieht es hier aus? Na. Ich geh mal weiter. Jetzt ja ein bisschen, also die Sonne ist ja fast weg, ist nicht mehr so heiß wie heute tagsüber. Ist jetzt gerade um die, wir haben jetzt 19 Uhr, dementsprechend natürlich auch ein bisschen kühler. Was heißt kühl, ist immer noch warm, aber halt nicht wie tagsüber. Hier scheint ein guter Platz zu sein. Schauen wir nach, ob man überhaupt da runtergehen kann. Ich möchte euch noch stören. Ja, ne, sieht nicht gut aus. Aber hier nochmal Restaurant oder Fischrestaurant, sag ich mal. Hier sind ja die Straße entlang einige Fischrestaurants. Schade, da vorne war eigentlich gut, aber wie gesagt, da waren jetzt Pärchen. Da konnte ich eigentlich ganz gut auswerfen. Aber hier sieht auch nicht schlecht aus. Kann ich hier runter? Ja, ein bisschen Unkraut hier, das würde mich hier vorne stören. Weil mit meiner Route kann ich auch nicht weit auswerfen. Ich habe so eine leichte Route. Ja, mein Schwager hat mir heute angeboten, heute zu paddeln, aber ich wollte ja was anderes erledigen, aber hat auch nicht funktioniert. Da mein Freund nicht zu Hause war, war ich auf das Auto angewiesen. Und ja, dementsprechend konnte ich meine Sache auch nicht erledigen. Bis jetzt noch keinen Platz gefunden. Ja, schauen wir nach, wie es hier aussieht. Ist das stabil genug? Scheint stabil zu sein. Aber hier der Gelände ist natürlich richtig schön am Wacken. Aber sonst scheint es stabil zu sein. Ich werde meine Route mal auswerfen und dann werde ich wieder hier ein paar Meter, also hier vorne irgendwo warten. Ist mir doch irgendwie riskant,
obwohl das so stabil ist. Ich gehe noch ein bisschen vorne hin. Hält auf jeden Fall, müsste meine 85 Kula, denke ich mal, halten. Okay, hier habe ich einen Platz gefunden. Hier werde ich meine Angel oder Angeln, meine Schauen, auswerfen. Ich werde erstmal Oberfläche machen und dann versuchen, wenn es nicht funktioniert, dann vielleicht mal auf Grund werfen. Mal schauen. Ich bin schon seit einer halben Stunde hier. Bis jetzt ist es stabil. Bis jetzt nichts gefangen. Ich habe Pose-Montage gemacht. Ja, mit der Pose-Montage wird das heute hier nichts. Ich werde mal gleich was anderes versuchen. Und ja, hier ist meine Route. Mein Pose ist da irgendwo. Es ist zu viel links. Hier fahren auch die Boote durch, deswegen bleibt schwimmt der Pose. Bleibt nicht an einer Stelle stehen. Zu viel Wellen. Ja, ich muss mal vielleicht was anderes versuchen. Ja, wie man sieht, um die Uhrzeit viel los hier. Ich war ungefähr etwas mehr als eine Stunde angeln. Nichts gefangen. Hier ist immer noch Besitz. Ansonsten würde ich hier angeln, aber naja. Heute wird das dann nichts. Ja, ich gehe dann nach Hause. Die Kinder waren heute den ganzen Tag schwimmen mit Frau zusammen. Ich weiß nicht, ob wir gleich was unternehmen werden oder nur heute zu Hause chillen werden. Muss ich nochmal zu Hause abklären. Vielleicht gehen wir auch ein bisschen raus. Keller nehmen, Chickeldeck. Hier kann man ja schön auch was essen. Oder ich will mal vorsagen, dass wir. Oh, ich habe mich erschrocken. Dass wir mal so Kleinigkeiten hier draußen essen. Am Tisch, am Freien. Da sieht ihr die Leute, die haben Decken auf den Boden getan. Hier auf der linken Seite. Auf der rechten Seite ist natürlich anders wie in Deutschland. Ich meine, wir Türken, wir lieben hier unseren Magen, also wir essen ja gerne. Für uns ist Party halt, geht durch den Magen. Deswegen so Chai mit Çekirdek. Das reicht vollkommen aus. Wir wollen da nicht mehr. Diese Vogelfutter ist für uns A und O. Ja, da geht es hier weiter geradeaus bis zu der gelben Brücke. Ich gehe aber hier rechts rum. Dann irgendwo vorne nochmal rechts abbiegen, dann bin ich zu Hause. Ja. Ich wollte euch mal so kurz teilhaben lassen. Ich habe gehofft, dass ich was fange, aber naja, ist immer so beim Angeln. Ich war lange nicht mehr angeln. Boah, ich war jetzt seit locker 2 Jahren nicht mehr angeln. Und jetzt wieder. Ja, Marlen. Ich würde sagen, das war's heute von mir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten. Danke. Ciao, ciao.